Guten Abend und herzlich willkommen zum Solo-Talk. Bei mir ist heute Max Kräser zu Gast. Er ist der Oberober der Fasnacht in Solothurn. Guten Abend, Herr Kräser. Guten Abend. Was bedeutet Ihnen Solothurn? Solothurn ist Heimat, Verbundenheit, Freunde, Wohlbefinden. Also wohnen Sie schon seit immer und oder immer wieder in Solothurn? Seit und immer wieder, ja. Was bedeutet Ihnen die Fasnacht? Fasnacht ist ein Virus in mir drin, auch seit und immer wieder. Woher kommt das? Es ist von der Familie her. Der Vater war schon ein sehr grosser Fasnächtler. Die Mutter hat Fasnachtskostüm genäht. Und wir hatten auch einen Nachbar, der Fasnachtskostüm genäht hat. Und von dort her ist man eigentlich von klein an reingewachsen. Also denken Sie, dass man das auch braucht, so ein bisschen von Anfang an reinwachsen? Gen und Blutkörper müssen schon stimmen, ja. Was bedeutet die Fasnacht für Solothurn an sich? Es ist ein Kulturgut, das über Jahre gewachsen ist und immer besser geworden ist und schöner. Manchmal hatten wir Straubi-Zeiten, jetzt ist es aber eigentlich ein ganz schöner Brauch, der nicht verloren geht. Ist das so, dass man als Fasnächtler die Fasnacht eigentlich das ganze Jahr über vermisst und nach der Zeit gerade wieder traurig ist? Vermissen tut man es ja nicht, weil man hat das ganze Jahr Begegnungen mit anderen Fasnächtlern. Man hat vom Verein her, wo man dabei ist, Veranstaltungen, man trifft sich. Bei uns zum Beispiel, wir haben alle Monate einen Stammtisch, wo wir irgendwelche Diskussionen, auch schon Pläne spinnen für die nächste Fasnacht, Sujets sammeln. Also man hat hier immer ein wenig Kontakt zu der Fasnacht. Man hört immer wieder von der UNO, von der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft in Solothurn. Was ist das genau? Die UNO ist der Zusammenschluss von den 6 Stammzünften, wo eigentlich die ganze Fasnacht im Griff haben, Anführungs- und Schlusszeichen hier, und die Organisation übernehmen, Umzüge und die verschiedenen Anlässe in der Öffentlichkeit. Welche Voraussetzungen bzw. welche Fähigkeiten muss eine Zunft haben, damit sie Stammzunft ist, oder bleibt die für immer, die 6 bleiben die immer gleich? Die 6 sind eigentlich gewachsen aus der alten Zunft raus. Also die alten Zünfte sind Honolulu, Weststadt, Vorstadt. Im 38 ist der Hauptgastleister dazugekommen, nachher ist Mamfi dazugekommen und Hudibranskutze, das waren eigentlich die 2 letzten Zünfte. Es ist jederzeit offen, dass man wieder dazukommt oder jemand Neues könnte dazukommen. Die Bedingung wäre einfach, dass man sich dann wie in einer Aktiengesellschaft einkauft. Was heisst das, also einkauft? Wir haben ein gewisses Stammkapital, das wir angeöffnet haben über die Jahre über in der UNO. Dass man im schlimmsten Fall eins könnte Fasnacht durchführen, auch wenn irgendein Unglück passiert und man gar nicht könnte Fasnacht machen. Weil die Vorinvestitionen, die wir haben, die für im Mai, Juni an, das sind Plagettenbestellungen und Anfertigung. Und dort müssen wir auch Kontozahlungen machen, wie es bei einem Werkauftrag ist. Und das Geld müssen wir natürlich in der Kasse haben, dass wir überhaupt keine loslassen. Und das sind Vorinvestitionen, die müssen deckt sein. Also wir können nicht irgendeinen Kredit aufnehmen bei einer Bank und nachher sagen, wir zahlen es dir zurück nach der Fasnacht, sondern wir müssen das vorinvestieren. Ich habe es vorher schon gesagt, Sie sind der Oberober der Fasnacht. Erstmal, woher kommt der Name und was bedeutet das überhaupt? In der Regel ist es ja so, dass jede Zunft einen Ober hat, einen Zunftmeister oder Ober. Und die 6 Stammzünfte, die im Rhythmus von diesen 3 Jahren einen neuen Ober, eben den Ober von den Ober stellen. Und der ist für 3 Jahre von der Zunft gewählt und wird nach 3 Jahren wieder abgelöst durch die nächste Stammzunft. Da ist einfach eine gewisse Rotation drin unter diesen 6 Stammzünften. Das heisst, Sie sind eigentlich der Chef von der ganzen Sache? Es ist wie ein CEO von der Vereinigung, oder? Wir haben auch einen Vorstand von der UNO. Dort ist Sekretärin dabei, ist eine Kassierin. Also ich sage es jetzt in weiblicher Form, weil das bei uns bei Damen besetzt ist. Dann haben wir einen Plakettenar, wir haben einen Umzugschef und haben einen Pressenar. Und eben der, eigentlich der Versaltungsrotsitzungen leitet, ist der Oberober.
Und was haben Sie für andere Aufgaben außer dieser Sitzung zu leiten, vor allem jetzt im Vorfeld? Das ist beim Vorfeld jetzt ein Besuch von der Wagenbauzünften von der Guggenmusik. Ich mache eine sogenannte Inspektionstour. Da tun wir an einem oben mit dem Vorstand und den Über von der Stammzünft die verschiedenen Klicken und Vereine besuchen und schauen dort die Wege an, wie sie im Rohbau aussehen. Weil die sind ja in der Regel noch nicht fertig. Wir gehen ja vor der Phase nach schauen. Die sind noch nicht fertig. Und dann schaut man sie dann an vor dem Umzug wieder bei der Wagenvernissage auf dem Amtshausplatz. Kommt man als Oberober dann eigentlich auch noch dazu, die Fastnacht selber zu zelebrieren? Oder ist man da mehr so am Hin- und Herlaufen, Rennen? Das ist eigentlich eine Frage von der Organisation. Aber in der Regel ist es so, dass der Oberober auch binnen der Zunft mitmacht und die Fasnacht auch geniessen kann. Weil die Vorbereitungen sind ja das, wo eigentlich die Arbeitskraft in Anspruch nehmen, während dem Umzug und nach dem Umzug sein. Eben der Umzugschef hauptsächlich, der Plakettier, der muss schauen, dass die letzten Plaketten verkauft werden. Weil es ist ja Pflicht in Solothurn, dass man einen Eintritt zahlt, wie ein Theater oder ein Kino. Und das ist die kupferige Plakette, das sind die 8 Franken, die man berappen muss, weil sonst hat man keinen Zugang zum Umzug. Braucht es die 8 Franken wirklich, um dann, sagen wir mal, um die Fasnacht zu erhalten? Also die 8 Franken setzen sich natürlich nicht zusammen, dass das nur die Fasnacht erhält. Die 8 Franken, das sind Produktionsvertriebskosten. Und ein Teil noch einer davon bleibt in der UNO, eben für den Fonds, eigentlich den Fonds zu öffnen. Und das andere geht direkt wieder zurück an die Zünft und an Glickene, Umzugsteilnehmer, Musiker, wird das wieder ausgeschüttet. Machen wir mal einen kleinen Geschichtstest, beziehungsweise blättern mal ein bisschen in den Geschichtsbüchern. Wie ist die Fastnacht in Solothurn entstanden oder wann? Das geht zurück eigentlich auf die Ambassadorenzeit, dass dann die Ambassadoren die Möglichkeit hatten, vom französischen Regime her so Bälle zu machen. Und nachher war es ein Beschluss von der Obrigkeit, den Leuten einmal im Jahr Freiheit zu geben, ihre Meinung kundzutun, ohne dass sie gerade strafrechtlich verfolgt werden. Welchen Unterschied oder was ist so die Haupteigenschaft der Solothurner Fasnacht? Aber zum Beispiel Basel oder Luzern feiern ja auch Fasnacht. Was ist dann das Besondere an Solothurn? Also Solothurn ist eigentlich eine typische Wagenfasnacht. Bei uns ist das Hauptgewicht auf den Wagen. Wir haben Wagenbau gezümpft. Wir haben es mit der Zeit nachher auch Guggenmusiker bekommen. Einfach durch die Einflüsse eben von der Luzerner Fasnacht hauptsächlich. Und dann die Vermischung in diesem Sinn ist eigentlich jetzt heute ein gutes Mittel, das wir haben, etwa halbe-halbe. Ihr habt ja sicher das Programm schon gesehen. Wir haben 37 Bilder im Umzug. Und das ist ungefähr jetzt heute halbe-halbe. Wir haben in der Mitte des Umzugs auch 2 Gruppen, die Nachwuchsnarren können mitmachen. Die sich am Nachmittag klassieren, respektive werden juriert und bewertet am Kinderumzug und dürfen dann nachher am Umzug mitmachen, Sonntag und Dienstag, wenn sie wollen, oder den einen oder anderen Tag. Sie haben vorher gesagt, der Sinn von der Fasnacht war früher mal seine Meinung kundzutun. Ist das heute immer noch so? Das ist eigentlich immer noch so, dass man heute Narrenfreiheit hat, die sogenannte Narrenfreiheit, um Meinung zu vertreten, um auch Meinung zu sagen, ohne dass man gerade irgendwie in eine, ich sage jetzt bösartige Schlägereien ausartet oder eben Strafverfolgungen. Dass man einfach, wobei, es ist einfach immer ein Niveau, das man behaltet und das ist ob der Güterschnall zu tun. Warum verkleidet man sich? Das ist ein kleiner Schutz eigentlich für das zu tun, was ich jetzt gesagt habe, dass man sich kann äußern, weil es ist nicht jedermanns Sache, auch wenn man Narrenfreiheit hat, Auge in Auge die Meinung zu sagen, also brauche ich noch irgendetwas, das sieht man schon mit der Venedig, mit der venezianischen Maske, dass man einfach sich einfach verstecken will. Und ich werde jetzt zurückgehen, sogar noch in Musik- und Operettengeschichte, Maske in Blau, dort ist es auch so, dass man sich einfach die Augen abdeckt und die Gesichtspartie, dass man nicht gerade erkannt wird. Hat die Fasnacht in Solothurn ein Nachwuchsproblem, sagen wir mal ein Rekrutierungsproblem? Eigentlich nicht. Also die letzten Jahre ist sehr positiv, bei mir zur Kenntnis genommen worden, dass die Jungen sich wieder kostümieren. Sie machen vielleicht noch nicht in einer Zunft mit oder in einer Leist oder in einer Musik, sondern, aber sie kostümieren sich und kommen verkleidet
schauen kann oder an die Anlässe? Ich habe jetzt eher die letzte Zeit so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass für die Jugendlichen die Fasnacht ein toller Anlass ist, mit Kollegen mal, sagen wir mal auf gut Deutsch gesagt, richtig einen drauf zu machen. Und das, ich glaube, da hat der Sinn der Fasnacht ist da gar nicht mehr dabei. Sehen Sie das genauso? Eigentlich weniger. Also von mir aus gesehen ist Fasnacht, es gibt immer Exzessen oder Überbordungen, das ist ganz klar. Aber von mir aus gesehen ist im guten Rahmen gegenüber, ich würde sagen, 10, 15 Jahre zurück, ist man heute wieder zivilisierter. Eben auch durch das, dass man sich kostümiert und engagiert für die Fasnacht. Was früher eigentlich eben ein kollegiales oder kollektives Besäufnis war, ist heute eigentlich wieder Fasnacht machen und es lustig haben. Und eben auch bis dort hier trinken, bevor es zum Maus oder zu den Ohren ausläuft. Kommen wir zum Motto der diesjährigen Fasnacht. Sagen wir es mal so, es ist nicht unbedingt tourismusfähig oder für Leute, die nicht Schweizerdeutsch sprechen können, nicht gerade leicht auszusprechen. Deswegen bitte ich Sie, das doch mal schnell auszusprechen. Chli Chüderle. Wie kommt man darauf? Oder was bedeutet das? Chli Chüderle heisst jemandem flattieren oder jemandem schmeicheln. Nicht gerade Honig ums Maul streichen, aber einfach ein kleines Scharwenzler für in eine gute Position reinzukommen bei jemandem. Wie kam man auf das Motto? Wir haben eine Sujet-Auswahl, das ist kurzfristig nach der Fasnacht. Also noch mit der Nachwehen von der Fasnacht im Kopf trifft man sich schon wieder für das nächstjährige Sujet zu beschreiben. Und das ist anfangs März. Und dort kommen die Vertreter von der Zünfte, respektive mich an den Zünftmeister oder den Ober, oder wie ich sagen seine Vorschläge abgeben und dann dreht sie noch einmal vor im Komitee von der UNO. Warum nennt man in Solothurn die Fasnacht Honolulu? Das ist auch so eine Geschichte, die es über, ich würde sagen, eine gut erfundene Sage oder ein Meer, dass wenn man ein Loch würde bohren, die Solothurn quer durch die Erdkugel natürlich, dass man zu Honolulu rauskommt. Und bei uns heisst es ja, während der Fasnacht steht alles auf dem Kopf. Wenn ich mich besinnen, vor ein paar Jahren war das auch auf der Fasnachtsplakette gesehen, dass man verkehrte Larven drauf hatte. In Honolulu ist ja auch nicht mehr der Herr Kurt Fluri Stadtpräsident. Beziehungsweise wird, sagen wir mal, symbolisch abgesetzt. Bleibt das symbolisch? Oder verliert er da wirklich ein bisschen was von seinem Einfluss? Nein, das ist eigentlich nur symbolisch. Also das ist die Schlüsselübergabe, wo jeder närrische Zentrum stattfindet, dass einfach das Stadtoberhaupt eigentlich den Narren eben die Freiheit gibt, zu regieren und zu machen. Aber er sitzt da im Arbeitspult und wird seine Arbeit bewältigen wie eh und je. Gibt es Änderungen im neuen Jahr jetzt 2013 im Vergleich zum Vorjahr? Änderungen. Das Einzige, was mir jetzt gerade bekannt ist, ist, dass das Tele Bern, respektive Tele Zürich, keine Übertragung macht. Wir waren auch gar nicht begeistert von der Direktübertragung. Ja, das dann ein Konto. Aber wir sind eigentlich auch so praktisch aufgezwungen worden. Und von dort her bin ich eigentlich glücklich, dass sie nicht da sind. Weil uns fehlen einfach die Leute, die dann am Morgen wankelmütig sind, je nach Wetter, und sagen, ja, ich bleibe daheim, trinke mein Bier daheim im Ledersessen und schaue darum zu dort, wenn er mir schon ins Haus geliefert wird. Wo trifft man Sie privat während der Fasnacht an? Innerhalb und außerhalb von der Stadtmauern. Was halten Sie davon, dass jetzt die Krone doch noch wieder aufmacht? War das eine Erleichterung für die Fasnächtler? Im Grunde, ja, es ist gut, dass dort etwas passiert in dieser Ecke, weil eigentlich vom Meerplatz an, mit Ausnahme jetzt von der Honolulu Bar, ist in dieser Ecke von der Stadt eigentlich nichts mehr los. Und das ist schade, dass man nicht die ganze Stadt einbeziehen kann in die Fasnacht. Also ich bin froh, dass es dort vorne etwas gibt. Das gibt auch einen Anziehungspunkt von den Leuten, dass sie zirkulieren. Und es ist auch ein Bedürfnis, dass man möglichst Platz hat, auch am Schermen und Sitzplatz, dass die Leute auch zwischendurch ausruhen können. Weil von den Kesseln am Morgen bis am Aschermittwoch zu oben immer auf der Beine ist ein bisschen lang. Wie sieht der Alltag aus, wenn nicht gerade Fastnachtszeit ist? Das ist Büroarbeit, das ist Baustellenbesuch. Ich bin hauptamtlich eigentlich im Stahlbau tätig und mache dort Beratungen, Planungen. Und da bin ich eigentlich mit dem Metier dort beschäftigt. Haben Sie einen Lieblingsplatz in Solothurn?
Lieblingsplatz. Ich bin jemand, der zirkuliert und nicht an einem Ort in dem Sinn sesshaft ist und sich nur dort wohlfühlt. Also mir ist ganz Solothurn heimat. Ich bin an allen Orten wohl. Es gibt zwei, drei Ecken, wo ich vielleicht ein bisschen bevorzuge. Aber im Großen und Ganzen ist die ganze Stadt meine Heimat. Ist Ihre ganze Familie an der Fastnacht interessiert? Oder gibt es da ein paar Abweichler, wenn man das so sagen darf? Nein, ich habe jetzt Glück mit einer Lebenspartnerin zusammen sein, die auch sehr fastnächtlich ist. Und ihr Sohn ist auch Fastnächter. Kommen wir zu, noch ein bisschen zu den Zukunftsfragen. Was wünschen Sie sich privat für die Zukunft? Eigentlich nur Gesundheit. Das ist so ein bisschen die Standardfrage, beziehungsweise die Standardantwort. Und was wünschen Sie der Solothurner Fastnacht für die Zukunft? Gelingen, gutes Wetter und vor allem unfallfreie Umzüge. Okay, ich hänge auch noch eine Frage an, tut mir leid. Was denken Sie, wie sieht die Fastnacht in 10 Jahren aus? Stehen da große Veränderungen an? Es wird immer Veränderungen geben, die ganze Zeit innen, sei das mit der Berieselung von den Wegen aus mit Musik, sei das ein ganz anderes Bild von diesen Wegen, was man sich hier vorstellt. Wir sind jetzt dran, immer in der Regel etwas ein bisschen aus der Gegend probieren, für das Ballhorn oder ein Thema, das einfach die Leute anspricht, darzustellen. Ob das weiter so geht oder ob man Techno-Wege macht, wie in Zürich an einer Streetparade oder etwas, das kann man nicht voraussehen. Aber ich nehme schon an, dass die Fasnacht so bleibt, mehr oder weniger, wie wir es heute haben. Dann danke ich Ihnen vielmals fürs Vorbeikommen und ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Fasnacht. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Einschalten und wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.